Ja, das hier hinter mir, das ist Atlas, der größte Teilchendetektor der Welt im größten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem Large Hadron Collider, kurz LHC, hier am CERN in Genf. Das ist übrigens auch die größte Forschungsanlage der Welt. Aber es geht noch mehr. Und so startet jetzt die Aufrüstung der Anlage. Statt 1 Milliarde Protonenkollisionen pro Sekunde soll der Beschleuniger schon bald 5 Milliarden schaffen. Wie der Ausbau des LHC genau vonstatten geht und was das Ganze mit Außerirdischen zu tun hat, jetzt in Klicks und Science and Fiction, direkt vom LHC aus dem CERN hier bei Genf. Herzlich willkommen. Ja, bislang ist der ringförmige Tunnel hier 100 Meter unter der Erde, also unter diesem Gebäude, ganze 27 Kilometer lang. Doch die Europäische Organisation für Kernforschung, kurz CERN, rückt jetzt mit Baggern und Bohrmaschinen an, allerdings unterirdisch. Neue Tunnelstücke werden angebaut, es werden leistungsstärkere Magnete eingesetzt. Gucken wir uns gleich an, steht hier einer direkt um die Ecke. Und insgesamt sollen auch mehr Protonen kollidieren. Daher auch der Name des HILUMI-LHC-Projekts, in das 1 Milliarde Euro investiert werden. Denn wenn mehr Protonen kollidieren, wird es in der Anlage auch stärker leuchten. Daher der Begriff High Luminosity, was so viel heißt wie hohe Leistungsfähigkeit Leuchtkraft. Etwa 130 neue Magnete werden dafür benötigt, darunter 24 supraleitende Quadrupole, die den Strahl fokussieren. Hier liegt bereits einer, also nicht ganz klein, diese Dinger. Mehr als 2 Kilometer der aktuellen Anlage werden umgebaut und optimiert. Zudem sollen die Maschinen besser für Wartungsarbeiten zugänglich gemacht werden und außerdem auch effizienter werden. Dazu der Projektleiter Oliver Brüning. Es ist wie bei einer Hausrenovierung. Man baut eine neue Heizung ein, die effizienter ist, aber um mehr zu heizen, braucht man mehr Holz und entsprechend größere Keller. So ganz stimmt dieser Vergleich dann aber doch nicht, denn die Pläne des CERN sind gewaltig und so muss so manches Material, das verbaut werden soll, erst einmal entwickelt werden. Es werden beispielsweise Kabel gebraucht, die die deutlich stärkeren Magnetfelder überhaupt aushalten. Zudem werden auch neuartige Kabel aus Magnesium, die Borit, entwickelt, die für den Stromtransport von den Steckdosen zu den Magneten einsetzbar sind. Dadurch, dass das Material eine supraleitende Verbindung ist, wird der Energieverbrauch für den Betrieb der Magnete gesenkt. Eine Entwicklung, die auch für den Einsatz in der Industrie interessant sein könnte. Bei den Experimenten des Large Hadron Collider, kurz LHC, geht es hauptsächlich um Protonenkollisionen. Die Forschungsteams erhoffen sich durch den Ausbau der Anlage, bislang unbekannte Elementarteilchen auf die Schliche zu kommen, seltene Phänomene zu untersuchen und genauere Messungen durchzuführen. Konkret will man sich weiter mit dem Higgs-Boson beschaffen, das 2012 ja hier entdeckt wurde. Das Upgrade des LHC soll es dann schon bald erlauben, seine Eigenschaften näher zu definieren. Das Higgs-Boson, kurz, das ist ja für die Masse von Materie überhaupt zuständig. Und zudem sehr genau wollen sie es messen, wie es entsteht, zerfällt und auch mit anderen Teilchen interagiert. Konkret will das CERN die Anzahl der Kollisionen pro Sekunde von 1 Milliarde auf mindestens 5 Milliarden erhöhen. Dafür sollen nicht nur mehr Protonen zirkulieren, sondern der Zusammenstoß auf 8 statt 16 Mikrometer fokussiert werden. Dazu der CERN-Generaldirektor Fabiola Gianotti. Der ausgebaute LHC wird die ursprüngliche Mission erweitern und die Eigenschaften von Teilchen wie dem Higgs-Boson mit größerer Präzision messen und die fundamentalen Bestandteile des Universums immer tiefer erforschen. Der Ausbau der Anlage kommt gerade recht, denn wenn man es genau nimmt und auf den Punkt bringt, läuft der Physik die Zeit davon. Auch wenn das sogenannte Standardmodell der letzten Jahre immer weiter perfektioniert wurde, ist allen klar, dass es dringend überarbeitet werden muss. Denn bestimmte Formen von Energie und Materie, wie etwa die dunkle Materie und die dunkle Energie, passen einfach nicht in dieses Modell. Doch sie existieren. Davon sind zumindest die meisten Forscher und Forscherinnen immer noch überzeugt. Denn sonst könnte das Universum nicht expandieren und Galaxien würden sich in den Außenbereichen ganz viel langsamer drehen. Doch genau das passiert eben. Galaxien drehen sich schnell, das Universum expandiert. Und so könnte der optimierte LHC dabei helfen, nach den Fehlern in der Theorie zu suchen
und im besten Fall eine Richtung vorzugeben, in die es dann mit der Physik weitergehen könnte. Oder eben vielleicht beides zu widerlegen. So oder so wird es wahrscheinlich bahnbrechende Entdeckungen geben. Die Bauarbeiten wurden zunächst oberirdisch gestartet. Mitte Juni wurde dann mit den ersten Tiefbauarbeiten begonnen. Vor allem an zwei Hauptstandorten, nämlich in der Schweiz und in Frankreich, sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig, weil der LHC, der geht hier durch zwei Länder. Hier entstehen neue Gebäude, neue Schächte, unterirdische Hallen und verschiedene Anlagen für Kühlung, Lüftung und Elektrizität. Der Plan sieht vor, dass der Beschleuniger ab 2025 als Superbeschleuniger durchstarten kann mit allen neuen Messinstrumenten, Magneten und Kabeln. Es bleibt hier also spannend und wird noch spannender. Und ein wirklich spannender Fakt am Rande. Gestern Abend habe ich mich lange mit einem Mitglied des Stabs hier am Atlas-Detektor unterhalten, was diese Anlage mit Außerirdischen zu tun hat. Es ist so ziemlich die einzige Maschine, die eine intelligente Spezies bauen muss, um sich weiterzuentwickeln. Wenn es also stimmt, dass es wahrscheinlich sehr viele solcher Zivilisationen gibt, dann muss es diese Maschine unzählige Male im Weltall geben. Vielleicht ist sie ja eine Spur zu außerirdischen Zivilisationen. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social Media abonnieren. Deshalb, da gibt es immer das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken und natürlich nicht die Glocke vergessen, genau. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Herkunft der Geisterteilchen enträtselt. Bis dann. Bleibt dran.